Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von State of Mind Part 24. Ja, letztes Mal sind wir hier entkommen, dank Lydia. Die hat Richard jetzt befreit und damit hat sie so ein bisschen, ja, das gut gemacht, ne? Ihren Fehler, kann man sagen. Fehler, falls man das als Fehler bezeichnen kann, denn letztendlich wollte sie ja auch nur ihr Leben retten, ne? Das kann man ja keinem verdenken. Sie dachte wahrscheinlich, ja, wenn sie ihren neuen Körper erstmal hat, dann kann sie ihn retten und so weiter, aber, also Richard retten. Und ja, ob die Liebe nun der Wahrheit entspricht, das werden wir noch erfahren. Oder ob das alles nur von ihr gespielt war, bin mal gespannt. Auf jeden Fall hatte sie jetzt das Bedürfnis, aber das hätte man wahrscheinlich so oder so, unabhängig jetzt davon, ob man den Menschen liebt oder nicht, ihn zu befreien, na, nachdem man denn in einer derartigen Gefahr ausgesetzt hat. So. Untersuchen. Mein Gott. Linda Newman. Avatar. Der Avatar ist Linda Newman. Hä? Ach so, Linda Newman? Der war dann Linda. Wo ist Linda? Linda Newman. Also auf jeden Fall Adam Newman gibt's ja, ne? War seine erste Frau oder was? Okay. Source Tracy Nolan. Mhm. Aha, der Upload ist fehlgeschlagen. Deswegen hat er dann eine andere Frau gekriegt. Die Amy. Und Amy ist ja dann diese komische Künstlerin gewesen. Die Valerie von Stahl. Okay. Ah, hier steht's jetzt. Source. Nolan Tracy. Nanny, genau. Krasse Nummer. Jo, hat sich jetzt nochmal bestätigt, ne? Dass das quasi ihre neue Identität war. So. Also Tracys neue Identität. In der Gestalt der Nanny. Nachricht von Julia Tipp. Hey Terry, allmählich wird's leer. Hier ist mein Passwort. Ich brauch's ja nicht mehr. Tipp 777. Okay. Wir sehen uns drüben. Ich drücke dich, Julia. Okay, vielleicht brauchen wir das noch an einer anderen Stelle. Avatar, wow, nicht so nah. Upload-Klassen für City 5. Keine Gedächtnismodifikation. Körper wird konserviert. Gedächtnismodifikation. Und eine biologische Quelle. Das gibt es also auch, okay. Upload fehlgeschlagen, Körper wird entsorgt. Ausnahmen vorbei, okay. Interessant, interessant, ja, alles. Was ist das hier für ein Hologramm? Achso, das haben wir schon zum letzten Mal angesehen, glaube ich. Untersuchen. Bird. Hochgeladene Quellen 41, erfolgreich 35, Fehler 4, Verluste 2. Tja. Aber die gehen hier vor ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Diese Kurtz Lab. Mhm. Tipp Julia. Nachricht von Terrorist. Natürlich sehen wir uns drüben, meine Liebe. Was soll schon schief gehen? Viel Glück. Ja, was kann schon schief gehen, ne? Wenn was schief geht, wirst du entsorgt, Junge. So. Aber wir haben ja das Passwort. Erstmal die Türen entriegeln. Genau. Da wird ein Passwort benötigt, nicht wahr? Ach, okay, nee, das geht auch so. Automatisch. Oh je, je. Jetzt kommt bestimmt irgendein. Oh, ja, ein Bot. Ich hab's doch gar nicht. Nein, mehrere Bots. Ach du Scheiße. Bin schwer bewaffnet. Nolan, James. Nolan Tracy. Tracy, okay. Sie liegen in Kryoschlafbehältern. Mhm. Zum Glück scheinen sie noch zu leben, ihre Körper. Die Kamera. Richard. Ah, das sieht jetzt wieder. Kopf. Ja. Sie haben sie in einen Skywhale verladen. Atlantic Skywhale M688. Wo über Berlin. Oh, oh. Mist. Na, kann sie wieder ausschalten? Okay, okay, warte. Nicht schießen, okay? Beide ausschalten. Das wird nichts. Ich? Aber das kann ich machen. Was denn? Zielen. Ach so, auf den schießen, ja. Hä? Was zum... Cool. Und gute Nacht.
Hey, und den kann sie jetzt ausschalten, genau. Was zum Teufel ist hier los? Eine geile Idee. Tja, sei doch froh. Das war Lydia. Nun, jetzt können wir weitergehen, ja? Nehme ich mal an. Okay, Moment. Das ist noch so ein Raum. Von hier kamen die, genau. Diese beiden Bots, ne? Zum Glück sind hier nicht noch mehr. Das dicke Starkstromkabel, Mann. Naja, gut. So werden sie schneller aufgeladen. Wenn ja auch nur über Akkus funktionieren, nehme ich mal an. Hochleistungsakkus. Die wird es ja in der Zukunft schon geben hier. So, also hier geht's weiter. Ich denke mal, wir müssen irgendwann noch wieder zurück, ne? Den Ausweg finden, wenn hier alles zusammenbricht. Ganz Resident Evil-like. Jagen wir hier alles hoch. Ich meine, das Spiel hat nicht viel mit Resident Evil gemeinsam, aber nur ein paar Parallelen lassen sich auf jeden Fall ziehen, ne? So, wenn sich auch kein Virus produzieren. Also zumindest keinen biologischen. User Curse Raymond. Oh, sein Cloud-Tab ist das, ja? Hab, meine ich. Nachricht von Valerie von Stahl. Ich finde es wichtig, dass wir unseren Gläubigern zeigen, wir teilen eure Zweifel. Was wir tun, ist monströs. Wir sollten das nicht einfach ausblenden. Das unterscheidet die Guten von den Bösen. Mhm. Hier. Ihr habt es ja trotzdem durchgezogen. Von wem ist das hier? User Stahlberry. Nachricht von Raymond Kurtz. Moment. Die saßen direkt nebeneinander, aber haben trotzdem nur über den Hub miteinander kommuniziert. Okay. Habe einen Entwurf für die Rede gelesen. Bewegend. Wie immer, meine Liebe, nur über den Selbstzweifelpart bin ich mir nicht sicher. Fühlt es sich wirklich so falsch an? Ich glaube nicht, dass wir den großen Tag mit so viel Wehmut beginnen sollten. Sie hat Zweifel, gut zu wissen. Vielleicht brauchen wir das nochmal an der einen oder anderen Stelle oder können es uns zu Nutzen machen. Hier haben wir ein Terminal, was wir steuern können. Oder sollen. Oder bedienen sollen. Ach, da ist er. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Nein, oder nicht? Was Sie hier sehen, ist unsere Upload-Unit. Sicher können Sie es kaum erwarten, sie selbst auszuprobieren. Momentan laden wir täglich 750 Personen hoch. Alles sorgfältig ausgewählte Menschen, die einen Neuanfang machen und eine bessere Welt bauen wollen. Sie, unsere Investoren, werden also in bester Gesellschaft sein. Wie Sie wissen, ist unser Projekt in eine entscheidende Phase getreten. Die autonome Stromversorgung funktioniert. Alle Datennetze sind zur Trennung vorbereitet. Jetzt stehen wir kurz vor dem Ziel. Denn unser AI-Projekt ist ein fantastischer Erfolg. Möchten Sie ihn einmal sehen? No. Sind das die Investoren oder wie? Das ist er. Das ist James. Moment. Wie? Wir haben jahrelang an seiner Synthese gearbeitet. Er ist natürlich geboren worden im Körper einer biologischen Frau. Wie Sie und ich. Und er hatte eine richtige Kindheit. Ich darf sagen, dass er unsere Erwartungen weit übertroffen hat. Wir haben ihn und seine Familie letzte Woche hochgeladen. In City 5 wird er sich exponentiell weiterentwickeln. Also er ist die Blaupause für unsere Zukunft. Ein Quantensprung der geistigen Evolution. Warum ausgerechnet ein Kind? Unsere KI sollte Moral entwickeln, bevor sie die Grenzen unseres Verstandes sprengt. Denken Sie nicht? Ich zeige es Ihnen. Sagen wir, dies sei die Leistungskraft unseres menschlichen Gehirns.
Nun sehen Sie, wozu James' Gehirn in der Lage sein wird. Uff. Soweit, so gut. Aber was haben Sie davon? Sehen Sie, was in einer virtuellen Umgebung mit Ihren Gehirnmustern möglich wird. Ihr Geist wird keine Grenzen kennen. Ihr Leben wird keine Grenzen kennen. In City 5 werden Sie alle perfekt sein. Was mit City 6? Krasse Nummer. Wo hätte man sich schon fast denken können eigentlich, ne? Oh. Das erstmal sich übergeben. Nein, ist einfach so. Oh, weia, ey. Krasse Nummer. Geile Idee, aber irgendwie cool. Richard! Ah, Lydia. Oh, oh. Gott sei Dank. Ich dachte schon... Fass mich nicht an! Oh. Und jetzt, oh, ich bin ein bisschen pisst. Richard, bitte. Ich verstehe dich ja, aber... Sie wäre gestorben. Gib mir eine Chance, das wieder gut zu machen. Du hattest deine Chance. Hau ab. Los, geh schon. Und spar dir das Theater mit dem Husten. Nee, das ist echt. Lass den Blödsinn. Ich... Gut, dass es da stand. Lydia? Ich hätte es sonst nicht erkannt. Husten bricht. Lydia. Oh Mann. Verdammter Mist. Hey, geht's denn? Kommst du zurecht? Mhm. Oh Gott, du blutest ja. Sie wird sterben. Ja, das ist normal. Ich hab nicht mehr viel Zeit, verstehst du? Du bist noch keine 30. Oh. Für jemanden wie mich ist das viel, Richard. Der hat's doch nicht kapiert. Was ist denn mit Tracy und James? Sie haben sie in ihre VR hochgeladen. Aber das spielt keine Rolle mehr. James ist... Ich weiß. Ich habe die Rede gesehen. Über die Monitore. Er ist künstlich, Lydia. Eine Art Super-KI. Naja. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe mich Breakpoint an. Und jage den ganzen Mist in die Luft. James ist immer noch dein Sohn, Richard. So oder so. Du kannst nicht einfach hier sitzen bleiben. Vielleicht sind ihre Körper noch irgendwo hier. Sie haben sie auf ein Skywhale nach Berlin verladen. Dann komm jetzt. Wir finden sie. Die Station wird evakuiert, Lydia. Sie nehmen alles mit. Dann müssen wir denselben Weg nehmen wie sie. Wie stellst du dir das vor? Komm schon, Richard. Wir schaffen das. Na, du nicht mehr. Schaff dir erstmal einen neuen Körper. Oh, ein Achievement. Plopp schon auf. Richard listened to Kurt's speech. Ja. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir ihr aber Folge in der guten Lydia. Ja, ja, keine Sorge, ich mach noch weiter. Ein bisschen zumindest noch. Sehr krass. Aber er ist doch als normales Kind aufgewachsen, ne? Der James. Und als John ist er jetzt, also soll er quasi ein endgültiges Dasein führen, als Superintelligenz. Also, aber jeder kann ja quasi diese Superintelligenz werden, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe in der Rede. Und ja, deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum sie den Richard brauchten, ne? Also der Junge an sich war schon hochbegabt, das hat man ja auch im Vorspann gesehen von dem Spiel, ne, State of Mind.
Und da hat der, da war ja auch der Sykes zugegen und hat gemeint, ne, also ihr Kind ist hochbegabt und so weiter, ne, und ja, da war natürlich ein idealer Proband, ne, für diesen Versuch, aus ihm eine Mega-KI zu machen. Total krank. Uiui. Und deswegen wollten sie Richard natürlich hochladen, denn ja, er braucht ja eine Bezugsperson, ne? Ja. Jetzt wird es, leuchtet uns das auf jeden Fall alles ein, ne? Okay, benutzen. Sieh dir das hier an. Das sind Datenbanken. Riesige Datenbanken. Datenbank. Dataverse. Move Scan. Cloud Scan. Robodat. Mein Gott. Die scannen wirklich alles. Move Scan kennst du. Das ist die Datenbank mit Körperbewegungsprofilen. Steve hat darin für mich Abfragen gemacht. Genau. Cloud Scan speichert die gesamte Kommunikation in der Cloud. Aber Robodat, davon habe ich noch nie gehört. Damit werden die. Das ist eine Datenbank sämtlicher Bot-Aufzeichnungen. Ja. Verstehst du? Was Bots, Drohnen, Cabin Cars und HoloLenses sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen. Das alles wird gespeichert. Alles verschlagwortet. Mit IDs, inhaltlichen Tags, Orten, Gebäuden, Zeiten. Damit lässt sich jedes Leben rekonstruieren. Selbst von Leuten, die keine AR verwenden. Damit kann man. Weltsimulation. Wow. Ja, haben sie ja. Gestellt von den Cities, ne? City 1-2, na, die sind ja gescheitert, aber ab City 3 ging es dann richtig los. Aha. Also anhand dieser ganzen Profile haben sie denn die Städte errichtet. Wow. Das möglichst realistisch zu gestalten, aber naja. Irgendwie hatte diese City 5 trotzdem wenig mit der Realität zu tun, ne? Na gut. Machen wir mal weiter Wir hier. könnten uns hochladen lassen. Wie bitte? Dann Warum würde nicht? sie überleben. Ich könnte leben. Du wärst wieder bei deiner Familie. Das ist kein echtes Leben, Lydia. Woher weißt du, dass das hier das echte Leben ist? Matrix-Effekt. Das kann nicht dein Ernst sein. The Matrix-Effekt. Das kann nicht dein Ernst sein, weil es sich mies anfühlt. Das kann nicht dein Ernst sein. Na doch, ich meine, was hat sie denn noch für Möglichkeiten? Ich meine, so ein Leben wäre besser als gar kein Leben, ne? Definitiv. Also wenn man jetzt vor der Wahl stünde, wofür würde man sich entscheiden, ne? Lieber sterben? Nee. Ganz ehrlich nicht, Leute. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen irgendeinem Leben und gar keinem Leben. Naja, es ist ja nicht irgendein Leben. Ich meine, es ist ja immerhin, wenn auch eine Utopie, aber eine, ja. Es ist ein Leben, ne? Es ist auch kein schlechtes, würde ich mal sagen. Sonst, auch wenn es jetzt nicht wirklich echt ist. Aber wenn man das kaum von dem echten Leben dann unterscheiden kann, ne? Also zumindest, ja. Dem Adam war es ja egal. Wir müssen in den Skywhale M688. Das ist nicht der richtige Ah, jetzt haben wir uns in einen Container verstecken. Ja, in einem Container verstecken. Wow, ist das riesig hier. Joghurt ist jetzt erstaunlicherweise gar nicht. Was ist das für einer? Falscher Container. Gott. Na, der wird wahrscheinlich der letzte sein. M688. Nein, der hier hilft uns auch nicht. Da ist er. Hoffentlich kann er sie nur retten. Kommt sie schon, unsere Drohne. Perfektes Timing nennt man das. Oder gut gescriptet. Auf nach Berlin. New York City, Queens, Donnerstag, 16. Januar 2048, Mobility Port. Aha, wow, da ist ein riesen Flugzeug, ne?
leise. Okay, jetzt sind wir in dem Flugzeug. Sollen wir aussteigen jetzt schon? Ist doch noch gar nicht da. Schlafbehälter. In einem davon könnte James sein. Ja. Wir sollten uns umschauen. Sollen wir die jetzt suchen? Na, hoffentlich haben sie ihn nicht irgendwie. Das ist er nicht. Untersuchen. Hast du ihn gefunden? Nein. Nee, das müssen wir eigentlich sehen, ne? Aber seine Frau ja auch, Tracy, ne? Ich muss James und Tracy finden. Mhm. Kennt man gar nicht. Inaktiv. Okay. Gut, da ist auch nichts drin. Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Joa. Wo? Inaktiv. Ist denn hier mal irgendwas aktiv? Ich kann mit ihr noch mal reden. Da ist er doch, oder? Das ist er auch nicht. Ne? Oh, ne, ist ein anderer. Uns läuft die Zeit davon. Oh ja, entschuldige. Ja. Ist er irgendwo versteckt? Gut. Der sagt mich zuerst mal mit ihr reden. Der Wie lange weißt du das schon? Seit ein paar Monaten. Geahnt habe ich schon länger. Mhm. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Ich weiß nicht. Ich hatte Angst. Dass du mich verlässt. Du hättest mich doch gehasst. Tut mir leid. Ja, vielleicht. Tut mir leid. Das ist ehrlich. Okay, jetzt auch schnell suchen. Den geeigneten Behälter. James, wir müssen ihn finden. Hier war ich doch schon. Non, steht um Non. Inaktiv, ja. Teilweise noch die englische Sprachausgabe vorhanden. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Das systematische machen sein. Ja. Inaktiv, ja. Ich muss James und Tracy finden. Schön, 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 schön. Die nicht auch in so einem Container hier drin? Der auch inaktiv. Hä, wo sollen die sein? Moment, vielleicht können wir hier durchgehen, oder? Nö. 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 Hier waren wir doch schon. Vielleicht oben. Uns läuft die Zeit davon. Hier kommt... Nee. Hier können wir auch nicht lang. Hey, wo sollen die denn sein? Wo war ich jetzt noch nicht? Scheiße. Nein. Kein Plan, Leute. James, wir müssen ihn finden. Ja, ist ja richtig, aber hier war ich doch schon überall. Hab ich irgendwas übersehen? Das ist er ja nicht. Andy J. Oh, mal diese Lichtverhältnisse, wie die immer changieren, ja. Wieso was dahinter? Nee, da komme ich nicht vorbei. Hä? Ich habe echt keinen Plan, Leute. Vielleicht muss ich hier irgendwas aktivieren oder so. Was hat er denn dabei? Ja, das ist deaktiviert. Alte Visitenkarte. Kurz. Moment, können wir die drehen? Mhm. Kalibrierungsschlüssel. Vielleicht brauchen wir den, um hier irgendwas... Moment, was ist das? Ein humanoiden Bot, der gehört. Achso. Dem Simon, ne? Den muss ich sowieso noch auslesen, bei gelegen. Ja, nur wo? Stark.
Status inaktiv, hier ist doch irgendwas. Die sind doch bestimmt getarnt. Jetzt läuft die Zeit davon. Denke ich doch. Ja? So Leute, Moment, jetzt muss ich systematisch anfangen. Ja. Wie kann ich die jetzt finden? Oder kann man hier doch noch weitergehen? Das ist bestimmt. Muss doch irgendwie möglich sein, aber hier ist ja nichts markiert, ne? James, wir müssen ihn finden. Ja, schön, aber. War hier nicht irgendwas ein? Nee. Ich kann hier nichts bedienen, ne? Oder. Oben entlang. Aber wie komme ich da hoch? Ist hier eine Leiter, die ich jetzt übersehen habe? Vor Schreck. Ich muss James und Tracy finden. Ja, ja, so viel ist mal klar. Na, vielleicht komme ich ja von hier aus da hoch. Nö. Hüpf, ne, da kann ich mal runterspringen. Geht ja. Ja, nur wo? Gut. Dann steht da noch. Okay, dann gehen wir mal. Ach, Moment. Da haben wir ein Terminal oder so, ne? Mann, Mann, Mann. Ist aber auch gut versteckt gewesen, ja. Ja, uns nicht, läuft ne? Die Zeit davon. Ja, 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 ich weiß. Aha, hier sind wir richtig. Oh Mann, dass ich das nicht gesehen habe die ganze Zeit. Bestand. James oder ja, ist das nach Nachnamen oder hast du das jetzt sortiert? Newman, hier ist der Nolan. Okay. Ja, das. Nu? Komm, da war er doch schon, ne? Da kommen sie. Das sieht nach James aus. Das ist ja eindeutig, das ist James. Eine Belohnung. Nolan James. Und das ist er doch. Ansehen. Hier. Ich hab James gefunden. Jo. Was ist? Noch nicht allzu super. Doch. Aber ich bin nicht sicher, ob ich noch weiß, wer das ist. Ja. Und das ist. Tracy? Da vorne liegt Tracy. Sieht friedlich aus. Ja. Wie tot. Guck mich nicht so an. Du würdest dich doch freuen. Sag sowas nicht. Oh, nee. Tracy. Wie konntest du das tun? Das will ich nicht. Ich hol dich da raus, ja. Ich hol euch beide da raus. Du hast recht. Ich muss James da rausholen. Egal, was sie mit ihm gemacht haben. Nur wie? Wir können die beiden nicht tragen. Und selbst wenn... Wir haben noch ein größeres Problem. Breakpoint. Wenn sie die Server von City 5 finden, sind Tracy und James verloren. Wir müssen es irgendwie zum Hauptquartier von Breakpoint schaffen. Die werden uns umbringen. Vielleicht können wir verhandeln. Offenbar können sie sich hochladen. Vielleicht können sie auch Leute runterladen. Na klar. Und Tracy und James? Wir müssen sie am Flughafen lassen. Irgendwas fällt uns schon ein. Eine andere Wahl haben sie jetzt erstmal nicht. Oh, passt auf, jetzt ist er schon tot. Kann ich mir fast vorstellen. Ah ne, noch lebt sie. Verdammt.
Vielleicht kann sie noch gerettet werden, indem sie dann hochgeladen wird. Ne? Die Digitalität, oh Gott, demütigt den Menschen. Sie entwertet den Humanismus. Oh Gott, verleugnet die. Was ist denn hier los? Das ist Krieg. Ausnahmezustand. Oh ja. Breakpoint macht ernst. Was machen wir jetzt? Hier draußen halten wir keine Stunde durch. Die alten U-Bahn-Schächte. Das schaffen wir nicht, Richard. Es ist unsere einzige Chance. Komm jetzt. Lieber das Logo von Breakpoint, ne? Eieiei. Erstaunlich, dass das Flugzeug immer noch landen konnte, ne? Oder gelandet ist. Na gut, Leute. Aber ich würde mal an der Stelle sagen, mache ich ein Päuschen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst bitte ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann bye bye. Ciao, ciao. Lasst es euch gut gehen. Euer Chuck.